und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier dabei bist auf Roland Media am Kanal Mantrapreneur. Ich bin der Roland und ich darf dich herzlich willkommen heißen. Ja, wir haben heute zu Gast die Viktoria Batory aus der Schweiz, aus der Reihe Herz, Atem, Bewusstsein. Wir sprechen heute über das Thema Bewusstsein entfesseln und aus dem Herzen leben. Lass uns gleich starten und wie gesagt, wenn das Video dann gefallen hat, der Talk, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Like, Kommentar und natürlich den Kanal abonnieren. Wir starten. Hallo, liebe Viktoria. Servus. Schön, dass wir zusammenkommen. Grüß dich. Ja, hi Roland, es freut mich auch sehr, hier zu sein mit dir. Genau. Sehr schön. Wir haben ja gesagt, wir sprechen über das Thema Bewusstsein, Herz, Atmen. Und heute geht es um das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe, ja, als Schlüssel zu einer inneren Essenz. Bevor wir starten, liebe Viktoria, erzähl dem Publikum ein bisschen was. Ja, was ist so deine Geschichte? Was ist so deine Reise bis jetzt so far? Meine Reise, ja, die hat eigentlich schon früh begonnen, wenn ich mich so zurückerinnere, schon als Kind immer da gewesen und irgendwie die Welt nicht ganz verstanden. Also wie nicht mitgekommen, wie die funktioniert genau. Oder wie soll ich sagen, das war so nicht in Verbindung miteinander. Also es hat vieles nicht gestimmt zwischen den Gefühlen und das, was ich wahrgenommen habe oder so, wie es dann halt gelebt wurde oder vorgelebt wurde für mich als Kind. Auch das Schulsystem und alles war schwierig. Und dann, als ich dann älter wurde, war mir irgendwie wie bewusst, ja, irgendwann werde ich so eine Kräuterhexe, aber dann vielleicht mit 70 im Sinn von mit Lebenserfahrung. Genau. Und dann habe ich halt mein Leben so gelebt, eben mit all diesen Mustern und Prägungen und mit dem Aufwachsen. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich einfach fliehen musste, einfach weg. Und dann bin ich damit, aber erst mit 5, 26, in die weite Welt gezogen und war da ein halbes Jahr unterwegs und fand da mal so eine Ruhe und so eine Stille, wenn man nicht was muss, die ganze Zeit irgendwie. Also ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich wie in diesem halben Jahr. Einfach im Sein und einfach im, ich nehme den Tag, wie er kommt und lass mich inspirieren durch die Leute, die ich treffe. Und das war so schön einfach. Und dann kam ich halt zurück und dachte mir, okay, nee, ich warte nicht, bis ich 70 bin. Ich will jetzt was machen in diese Richtung. Um auch Menschen zu begleiten oder ja, sie zu inspirieren, zu heilen, ist jetzt so ein blödes Wort, weil ich finde, du musst dich selber heilen. Ich kann da nicht viel machen. Und dann habe ich mich umgeschaut, was dann, ich war natürlich auch noch so im System drin, dass ich was machen muss, was vielleicht Krankenkassen anerkannt ist in der Schweiz, oder? Oder ich wollte auch irgendwie so ein ganzes System. Und da bin ich dann zu der traditionell chinesischen Medizin gekommen und habe da Akupunktur und Tuina-Massage, die Ausbildung gemacht dazu, dass ich mal so fundiert was habe. Aber das hat sich dann jetzt auch weiterentwickelt, weil da ist ja noch mehr als nur das System. Ja, und dann bin ich halt von einem zum anderen gekommen, auch mit meinem Leben, mit Partnerschaften. Dann habe ich meinen Mann getroffen dazu mal. Wir haben zwei Kinder, dann kam die Trennung und ich muss sagen, die Trennung war so ein Wendepunkt für mich, nochmal ganz, ganz tief zu tauchen bei mir. So in diese Selbstliebe, wenn wir schon das Thema haben, das allein sein können, oder? Also eigentlich all eins sein können mit mir selber, zufrieden. Das war schon dann nochmal so ein Anstoß in diese Geschichte, auch in das Bewusstsein. Das begleitet mich ja. Ich habe mich früher so viel aufgeregt. Und als ich dann wie so erfasst habe, ah, okay, man hat Muster oder es wird gespiegelt, all diese Sachen sind mir ja dann begegnet auf meiner Reise, wo ich dann auch integrieren durfte. Also das war schon sehr erleuchtend für mich auch, ja, diesen Weg zu gehen. Genau. Und eigentlich ist es mir jetzt am Herzen, Menschen zu begleiten oder sie in das Bewusstsein, nur schon in das Bewusstsein, wie lebe ich meinen Alltag, wie fühle ich mich in meinem Körper, was macht es, wenn ich was esse in meinem Körper. Also einfach mal in diese Sinneswahrnehmungen auch zu kommen und auch den Mut zu haben, hinzugucken. Hinzugucken. Und ja, eben, wenn was nicht stimmt,
im Außen zu suchen, sondern zu sich zu kommen. Oder wenn man immer in eine falsche Partnerschaft reinfällt, vielleicht mal einen Stopp ziehen und sich mit sich selber beschäftigen, bis man dann wieder in die Welt rausgeht. So, Absolut. solche Sachen interessieren mich extrem. Genau. Absolut. Ja, Ja, ich so, kann das das voll ist so. nachvollziehen, was du vorher gesagt hast, also aus mit deiner Reise, ja. Einmal gesagt, dass du durch den Tag treiben lassen, dann sagt man ja so aus dem System kommen, ja, das geht doch gar nicht, das darf man ja nicht. Und wenn das alle machen würden, und ja, ich denke mal, wäre so Ja, wenn schön, das wenn es alle alle, machen würden, oder? ja, eben genau, finde ich auch. Wenn wir das nämlich alle machen würden, dann müsste ja unser Konstrukt oder System auch anders funktionieren. Also wenn alle mal sagen, nee, jetzt ist fertig, Ja. ich will ein anderes Leben. Ja, Also ich absolut. fände das sehr spannend, zuzugucken, wenn jeder das mal machen würde, Absolut. gleichzeitig. Absolut. Also bei mir war der Ja. Wandel so vor 30 Jahren, also 1994, vor 30 Jahren, wo ich dann für mich entschieden habe, ja, ganz aus dem System kommt man nicht raus, aber eben mit einem Bein aus dem System raus. Und ich sage, okay, welches Leben möchte ich leben? Und ich suche mir dann Jobs oder Projekte, die zu meinem Lifestyle passen und nicht umgekehrt. Ja, die meisten Leute machen ihren Lifestyle, ihr Haus, ihre Familie und den Job rundherum. Und ich sage, nee, ich selber suche mir nur mehr Projekte, die zu meinem Lifestyle passen. Ja? Und ja, Ja. es ist ein komplett anderer Zugang, weil Leute oft sagen, wie man lebt, ist total verrückt. Sage ich, wir sind nicht verrückt. Ja? Es ist einfach, seinen Weg zu finden und eben, wie du selber gesagt hast, zu sich selbst finden. Was ist einem wichtig? Ja? Auch das Alleinsein ist auch nicht Ja, vor allem verrückt. auch den, ja, genau, und den Mut finden, dahin zu gucken. Ich sehe ganz viel im Außen und das ist auch völlig okay. Ich sage nicht, dass das falsch wäre oder man das anders machen müsse, aber für mich gibt es so eine andere Lebensqualität, dahin zu gucken, weil ich will nicht, ja, in das System, wie du sagst, das ist ja gegeben, das ist ja schon noch da, da kann ich vielleicht nicht ganz aussteigen in gewissen Situationen und trotzdem kann ich mir eine extrem schöne Insel schaffen mit Menschen oder die zu mir passen. Das war ja auch noch was, du bist ja dann immer mit Freunden. Oder ich war früher auch, hatte ich ganz viele Bekannte und Freunde, und habe das auch alles zusammengehalten. Aber so die Essenz, wer wirklich mit dir schwingt, oder? Eben darum, das Alleinsein, das mal zu sich kommen und sich kennenlernen. Weil viele wissen ja wahrscheinlich gar nicht, wer bin ich denn überhaupt und was will ich denn überhaupt? Oder wo zieht es mich hin? Das ist das Hamsterrad, das hast du sicher auch schon viel besprochen, das Hamsterrad, wo man da drin ist. Und dann das Gefühl hat, man kann überhaupt nicht aussteigen oder auch die Partnerschaft, ich will da nicht hingucken, das ist ja alles okay, wir fühlen uns wohl, und wegen den Kindern, wir bleiben jetzt zusammen. Das sind ja so viele kleine Aspekte, auch der Job, ich rege mich jeden Tag auf. Aber ich kann ja nicht raus, weil ich eine Familie ernähren muss. Und das sind alles solche kleinen Puzzleteile. Man kann ja auch irgendwo mal ein bisschen anfangen und auch in der Partnerschaft, da ist man ja zu zweit. Im Prinzip könnte man das einfach ansprechen und zu zweit gucken, was ist denn hier möglich und wie können wir diesen Weg gehen. Setzt natürlich voraus, dass man da diese Ehrlichkeit lebt im Leben oder auch im Job. Man kann ja Sachen ansprechen, ja, mit dem Chef oder irgendwie mit den Mitarbeitenden. Hey, ich habe da ein Problem damit. Ich habe ein Problem, nicht du bist das Problem, ich habe ein Problem. Können wir das anschauen? Können wir das ändern? Es gibt ja so viele kleine Türchen, die man gehen muss. Man muss ja nicht gerade alles über den Haufen werfen. Und ja, ich wünsche mir von Herzen, dass die Menschen in diesem Sinne aufwachen, dass es nicht immer so ein großer Berg ist, sondern dass man Stein für Stein umwälzen kann oder Genau. darf. Genau. Schritt für Schritt. Das ist sehr Ja. wichtig, was du ansprichst. Es geht jeder nicht darum, so eine radikale Wende hinzulegen, ja, und alles hinzuschmeißen. Das geht ja nicht oder ist auch nicht zielführend, sondern wie du sagst, so kleine Schritte zu tun, immer zu schauen, okay, mit wem umgebe ich mich, ja. Ist es der Job, der mir erfüllt? Ist das das Essen, was mir gut tut? Ist es die Freizeitgestaltung, die mir gut tut? Oder bin ich eigentlich nur in diesem goldenen oder vergoldeten Hamsterrad und funktioniere eigentlich nur? Man kommt durch den Tag, ja, und spüre mich gar nicht mehr selber. Also ich merke das selber auch bei sogenannten Bekannten von mir, die sehr erfolgreich im Leben stehen, also nach außen erfolgreich im Leben stehen, ja. Und wenn man die fragt, wie geht's dir? So diese klassische Floskel, wie geht's dir? Ja, passt eh alles im Sinne von Job gut, Einkommen gut, Haus steht noch, Frau ist auch noch da, Hund ist auch nicht krank, Kinder sind zwar ja, nicht ganz drogenabhängig, aber es geht, ja.
Aber und Ja. wenn du dann fragst, das wollte ich nicht wissen, wollte ich eigentlich wissen, wie schaut es in dir drinnen aus? Sehr Fühlst du wichtiger dich? Punkt. Dann ist riesengroß, also wirklich so Mund offen, Riesensprachlosigkeit, oft gar kein Verständnis für die Frage da, weil sie viele fragen sie gar nicht, wie geht es mir eigentlich da drinnen? Sie spüren es zwar ein bisschen, aber es wird ja sofort ja übertaucht, ja, oder weggedrückt mit Alkohol, mit Sport, mit Job, mit was immer für legale oder nicht legale Ablenkung. Abhängigkeiten es gibt. Ja, ist ja unglaublich. Ja, das ist auch so ein Teil, dass man so die Gefühle halt zulässt, die unangenehmen auch, die freudigen ja so oder so, das ist ja super, aber dass man eigentlich mit den freudigen und den nicht freudigen Gefühlen gleich umgeht, dass man sie annimmt und sie im Körper spürt und sie voll, einfach ihnen voll Platz gibt. Also auch eine Trauer oder eine Leere und da einfach mal ist damit. Aber wie du sagst, wenn man sich halt die ganze Zeit beschäftigt hält, dann hat das gar nie Platz, um wirklich zum Vorschein zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute eben vor dem Angst haben oder Menschen, dass wenn sie das Gefühl zulassen, dass es sie dann komplett überrollt. Muss aber überhaupt nicht sein. Muss aber nicht sein. Es kann ja einfach mal eine Annahme sein und einfach mal reinspüren und dann, okay, das ist eine Trauer oder ich fühle Beklemmung, und dann weiterforschen, wo kommt denn das her? Mal in Ruhe atmen, sich Zeit nehmen für sich. Das sind ja immer solche kleinen Prozesse. Ich kenne das ja als Mutter auch. Nimm dir mal Zeit für dich. Aber ja, mach das. Die Zeit Kinder nehmen. schreien nebendran und du atmest und nimmst dir Zeit. Oder du kannst ja deinen Kindern auch mal sagen, hey, Mama ist jetzt wütend, ich muss mal schnell an die frische Luft. Oder Mama ist jetzt traurig, auch zum Partner. Das sollte möglich sein. Du zeigst ja deinen Kindern auch, dass du auch in Prozessen bist und dass du auch noch lernst. Ich bin ja nicht fertig, wenn Absolut. wir das jemals sind, oder? Absolut, so ein Ja. Bernabéu. Was du auch gerade angesprochen hast, ist das Thema, ja, wir sind so in dieser Hektik, in dieser Zeit nehmen. Also ich war ja viele Jahre in der Yoga-Szene, ich selber habe 1990 begonnen, da war einer der wenigen Männer damals in Österreich, bei Shivananda, also schon 34 Jahre aus, meine Güte. Und war dann lange in der Yoga-Szene, Yoga-Festivals, ich habe auf Mallorca Yoga-Retreats organisiert, also ich habe eine große Finca gehabt, viele Yoga. Und ich habe dann gemerkt, Mamma mia, viele, die so halbwegs aus dem materiellen Ego rauskommen, haben sich dann total verstrickt im spirituellen Ebene, auf das spirituellen Ego, ja, ist auch nichts anderes. Sie haben einfach nur, ich sage mal, das Umfeld getauscht, aber das Ego ist geblieben, weil wir ja gerade über das Thema Selbstliebe sprechen. Und ich habe, weiß ich, vielleicht bin ich ein bisschen provokant von mir, aber in dieser Licht- und Liebe-Fraktion, wo man alles ist schön, man schaut sich keinen Schatten an, ist das Thema Selbstliebe ja sehr zum Selbstläufer geworden, ins noch stiefere Ego rein. Ja? Also ich bin jetzt vegan und total super, ja, ich zitiere, ich bin jetzt woke, ich gendere jetzt, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und das ist Also ja die Liste ist irgendwo komplett. abgehakt. Bitte? Die Liste ist abgehakt, oder Genau, man hat sie so. Ding, wo ding, man ding, ding, abhakt. ist abgehakt. Aber das hat ja nichts mit Selbstliebe und Achtsamkeit zu tun. Nein, das hat es nicht wirklich. Nee. Nee. Also da eben das Gefühle zulassen ist schon essentiell, wenn du in die Selbstliebe kommen willst. Also für mich war dieser Prozess, das war ja auch noch spannend, weil die Trennung war dann gleich da bei Corona ziemlich bald. Das heißt, man konnte ja da auch nicht raus und Leute treffen. Das heißt, ich hatte dann eine eigene Wohnung. Und die Hälfte von der Zeit waren die Kinder auch nicht da. Das war so was Neues, auch als Mutter. Weil mich hat mein Partner immer gefragt, ja, was willst du denn noch? Was hast du denn für Fantasien und was willst du noch im Leben? Und ich war immer da und sagte, ich keine Ahnung, eine Nacht durchschlafen oder so. Also meine Perspektiven waren so eingeengt in der Mutterrolle. Da habe ich gar nicht mehr über den Zaun geguckt. Und dann war ich da alleine in der neuen Wohnung und dann bin ich da gesessen und habe gedacht, okay, die Freunde haben sich ja auch wie eingetauscht. Da war natürlich eine Spaltung mit dem Corona, leider, aber es war so. Das heißt, du hattest nicht mehr so viele bekannte Freunde und da bist du da mit dir. Und das war total spannend, diese Gefühle mal zuzulassen. Ja, wieso brauche ich denn eine Partnerschaft? Ist es dann, oder will ich mich füllen mit etwas? Muss er was für mich geben, dass ich irgendwie ganz bin? Habe ich denn, was für Erwartungen hätte ich denn da wieder, oder? Was ich ja immer gehabt habe. Oder auch bei Freunden, was erfüllt mich dann? Brauche ich Freunde, um einfach eben mich wieder abzulenken? Oder
will ich eins, zwei Freunde, wo ich wirklich tief gehen kann. Und dann ist es von der ersten Sekunde an ein tiefgründiges Gespräch, oder? Was mich nährt. Und dann mit diesen Ängsten einfach mal sich konfrontieren, war extrem anstrengend, natürlich, aber extrem gewinnbringend. Und ich meine auch das mit der Partnerschaft. Ich dachte immer, ich bin nicht ganz, wenn ich keinen Partner habe. So, ich kann schon alles managen alleine, aber wenn ich einen Partner habe, dann fühlt sich's irgendwie einfach besser an. So. Ja. Und dann in diesem Alleinsein, ja, da war ich dann plötzlich erfüllt von mir. Und tatsächlich ist dann ein Mann gekommen, den ich eigentlich auch nicht auf dem Schirm gehabt habe oder gedacht habe, ich bräuchte jetzt noch irgendwie jemanden, um mich zu füllen. Ja, und der ist jetzt geblieben, weil jetzt eine total andere Ebene entstanden ist, weil ich mich gefunden habe. Ich spüre mich, ich weiß, wo mein Weg ist. Klar, manchmal komme ich auch auf Abwege. Ich bin auch nur ein Mensch, klar. Aber aus diesen Sachen schöpfe ich und lerne ich auch. Aber es ist so, mit sich einfach zufrieden sein. Ich kann jetzt alleine in die Ferien. Also es ist so, es hört sich jetzt extrem blöd an, weil jeder sagt, ja, klar kann ich alleine in die Ferien, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Mach Nein, das nein, dann mal. das ist bei Ganz vielen nur alleine für Theorie. dich. Ja, Bei ja vielen nur genau. Theorie. Also, ich kann reden, weil ich manche bekannte Also Kumpel von weißt du, mir und mag, dann sage ohne Netflix und ich. ohne Ja, genau. irgendwie all die Ablenkung, wo man dann halt sich ja geben kann, sondern einfach ja vielleicht mit einem Zelt in den Wald, da bist du mal eine Woche mit dir. Tata. Ich musste Da gerade musste ich lachen. noch nicht hin, mir hat die Wohnung gereicht, aber ich sage nur als Beispiel. Ich musste gerade lachen, Victor, weil ich hatte ein paar Kumpels von mir und wenn ich in Österreich bin und die treffe und sage, hey, und ich rufe dann, gehen wir auf ein Bier oder so, dann kommt sehr häufig die Antwort, ich muss meine Frau fragen. Ich sage, du, ich habe nicht gesagt, wandere mit mir nach Papua-Neuguinea aus, wir gehen bloß ein Bier trinken. Ja, gut, das ist wieder das Managen von dem Familienkonstrukt, was ja Ja, riesig ist. diese Co-Abhängigkeiten, ja. Und das, was du vorhin angesprochen hast, ja, will ich einen Partner, brauche ich einen Partner. Also ich war ja auch immer in Beziehungen, immer, immer und jetzt 2 Jahre Single fast. Hab das total, also war auch total erschrocken am Anfang, allein zu sein und eins mit mir zu sein. War ein schöner Lernprozess und jetzt wieder in eine Beziehung rein. Aber ich habe echt zum Beispiel, ich habe mir die Frage gestellt, geht es mir wirklich um diese Person, und in meinem Fall um die Frau, ich bin ja straight, geht es um diese Person, um diese Frau? Oder geht es darum, nicht allein zu sein? Also geht es um Partnerschaft, Beziehung oder geht es um die Person? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die man sich wirklich stellen soll. Ja? Möchte ich mich einfach wieder ablenken, mit mir allein sein? Oder geht es mir wirklich genau explizit um diesen Menschen? Ja, genau. Und ihn auch so anzunehmen, wie er halt ist, mit seinen, auch seinen Macken. Ich habe ja auch meine Macken, aber so wie die Erwartungen nicht mehr zu haben an den Partner. Eben, der muss dann das und das und das und das erledigen für mich. Genau. Obwohl eben in der Familienkonstruktion, da würde ich einfach raten, hey, schafft euch die Freiräume auch für euch selber. Also das heißt, der Mann hat vielleicht Dienstagabend seinen Freiraum, die Frau Donnerstagabend oder mal einen Samstag oder Sonntag. Man muss ja nicht immer alles zusammen machen. Dann hat man lieber zusammen Zeit mit der Familie oder als Paar auch Quality. Oder? Und wenn man das abgemacht hat, dann hätte dein Freund wahrscheinlich geantwortet, ja, Dienstagabend, welchen willst du? Zum Beispiel. Also dann hat man ja schon so seine Inseln für sich. Und das ist, glaube ich, nicht so schwer, um das zu organisieren. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man es mal anspricht, auch in der Partnerschaft. Viele haben ja Angst, ja, ich verletze jetzt meinen Partner, weil ich möchte für Ja, mich ja. allein sein. Und sehr häufig ist es ja die Erfahrung, was ich dann von Menschen höre, die das dann machen, sagen, ey, ich habe es gemacht und das Lustige war, mein Partner hat auch gesagt, mach schön, ja, ich möchte das auch gerne haben, ja, ist total okay. Aber wir machen uns oft so Gedanken im Kopf und haben Ängste vor Dingen, die eh nie eintreten, die nie passieren, ja, aber anstatt dass wir es einfach ansprechen. Ja, das Absolut. ist was Schönes, was du da sagst. Das ist, was ich auch so beobachte, so die Ehrlichkeit unter den Partnern. So, eben, kann ich das meinem Partner sagen, wenn mich was stört? Oder kann ich meinem Partner sagen, was mein innerstes Bedürfnis ist? Da wird auch viel das nicht angesprochen. Sagst du der besten Freundin oder so? Man sagt es nicht seinem Partner. Und ich finde immer, der ist doch eigentlich so nah. Also ein Lebenspartner, den suche ich mir ja, also suche ich mir, oder wir kommen zusammen und dann ist es so, aber der kommt in mein Leben, oder? Und ich nehme ihn an als wirklich nächster Mensch zu mir. Also, und wenn man dem nicht alles, seine tiefsten Ängste, Gefühle, Wünsche sagen kann, wem dann?
Also ich frage mich dann immer, das ist doch, und wenn es nicht geht, ich meine, wenn du es ansprichst und der andere reagiert total, kann es nicht annehmen oder so, dann muss ich mich fragen, ist das der Mensch, mit dem ich mein Leben, ja, beschreiten will? Oder will ich jemanden, der Verständnis zeigt und mir auch, ja, die Freiheit gibt, oder? Es ist ja nicht ein Wegwerfen, wenn man loslässt, oder, von etwas. Es ist ja mehr ein die Hand öffnen und der kann da sein oder wieder gehen oder was auch immer. Der ist einfach frei und er ist seine Entscheidung, um mit mir all diese Geschichten eben anzugucken. Absolut. Aber Und finde ich extrem wichtig. da sind wir eben so konditioniert durch unsere Kultur, durch diese Angstreligionen, die es seit 2000 Jahren gibt, dass wir halt Verlustängste haben, Scham, Schuldgefühle haben. Wir trauen uns gewisse Dinge, weil du sagst, okay, welche Bedürfnisse, da steht viel Scham dahinter, dann an Dinge anzusprechen, da steht Schuld dahinter, da steht viel Angst dahinter. Und wir sind ja so konditioniert. Also das Ganze, weil du vorher auch das Schulsystem angesprochen hast, ganz am Anfang unserer Gespräche. Ich habe ein interessantes Gespräch gehört von jemand aus dem Bildungsbereich, der gesagt hat, Schuld und Scham sind das Konstrukt, die Struktur des Schulsystems, sonst würde es nicht funktionieren. Ja, klar. Nur haben wir jetzt ganz viele Kinder, die das Schulsystem ein bisschen rocken. Also hier in der Schweiz nehme ich das wahr, dass ganz viele Kinder wie so Problemkinder sind und die dann extra, also zuerst abgeklärt und dann eine extra Beschulung brauchen. Und ich finde es noch spannend, die sind total überlastet, auf 2 Jahre ausgebucht, aber man würde ja da nicht finden, ich ändere das Schulsystem. Oder? Nein, man macht das weiter so. Und dann viele fallen raus, anstatt das ganze Schulsystem mal umzukrempeln. Ja, und dann neu zu definieren. Das Gleiche ist mit der Schulmedizin. Da, also ich meine, ich bin dankbar für die Schulmedizin, absolut, macht einen guten Job. Und doch haben die sich ja auch nicht weiterentwickelt seit 100 Jahren oder so. Das ist immer noch der gleiche Lehrgang. Und wir haben ganz andere Krankheitsbilder oder chronische Krankheiten, oder? Das ist Absolut. so wie, und wo man ganz anders drangehen muss, um die zu heilen. Ja. Und sie kommen da mit neuen Medikamenten raus und ja, betäuben sozusagen das Symptom, anstatt sich neu zu bilden oder zusammenzuarbeiten halt mit Naturheilpraktikern, wo man das dann ja, mal so anschauen kann. Ich denke mir, da kann noch viel gehen in Absolut. unserer Welt. Absolut, absolut. Ja, ich sehe das auch sehr kritisch. Mein Gott, ich verbrenne mir das die Finger, wenn ich das sage. Aber wir reden immer in der westlichen Welt von Freiheit. Wir sind so frei, wir sind so frei. Aber im Prinzip haben wir eigentlich, und das sehe ich so, ich habe Geschichte studiert, ein komplett kommunistisches System über alle drüber gestellt. Ja. Es ist ein kommunistisches System. Ja. Alles sind konform. Man presst die Menschen ins System und nicht das System ist für die Menschen da. So ist umgekehrt. Ja. Aber viele passen sich dem Ganzen an, viele spielen da gerne mit, weil es den großen Vorteil hat, man gibt halt Verantwortung ab. Ja, und viele geben gerne Verantwortung ab und merken dann gar nicht, dass sie im Prinzip nur mehr funktionieren von Tag zu Tag und irgendwann aufwachen, wenn sie in Rente gehen und sagen, ups, und jetzt? Job weg, ich hab nichts mehr zu tun, ich weiß gar nicht, mit mir anzufangen. Familie weg, Kinder aus dem Haus, Partner sehr häufig weg, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Was mache ich jetzt? Was Ja sieht das gut, dann aus? hast du dann den schönen Moment für das Alleinsein, oder? Dann kannst du dann noch mal beginnen von vorne. Also es ist ja eigentlich nie zu spät und ich glaube auch, das ist so wie geschrieben ein bisschen auch. Also ich habe in der Therapie merke ich auch. Früher hatte ich noch die Ambitionen, Leute zu pushen oder zu sagen, hey, mach doch das oder versuch doch und so. Und mittlerweile gehe ich da mit dem Flow und bleib bei mir und denke mir, hey, ich bin hier, du darfst jederzeit anklopfen, ich helfe dir unendlich gerne in ein anderes Leben, wenn du willst, aber du musst selber den Weg gehen. Ich bin nur da, um dich zu unterstützen. Genau. Und mehr kann ich nicht machen, weil ich mache ja die TCM auch. Da kommen schon viele zu mir mit Schmerzen und die wollen einfach schmerzfrei sein. Also ich fühle mich dann da wie ein Aspirin. Ja, genau. Was Ja. aber okay ist. Ja. Wenn das die Anforderung ist vom Klienten, ich will schmerzfrei sein für einen Moment, oder? Für im Jetzt, dann ja, erfülle ich das. Da muss schon noch irgendwie so ein Umdenken stattfinden, eben in diese Selbstverantwortung.
in das ich nehme mein Leben, ich nehme alles, alles selber in die Hand und schöpfe aus dem. Aber da musst du natürlich bei dir hingucken und das kann natürlich unangenehm sein. Das ist, ja, ich Genau, meine, sondern das auch mit was mit Achtsamkeit zu tun und Selbstbewusstsein zu tun, dass man als Patient oder als Klient auch schaut, okay, welchen Beitrag leiste ich? Also ich gebe das nicht dann jemandem wieder ab, ja, ich da wieder hinkriege, sondern ja, Unterstützung, ja, aber was mache ich ab morgen oder ab heute anders, damit dieser Schmerz vielleicht nicht mehr kommt oder nicht so häufig kommt. Ja, absolut. Ich sage, ich finde das immer, das ist irgendwie so wie gegen die Glastür laufen, ja, sich den Kopf anhauen, ja, und dann Pflaster draufpicken und dann wieder gegen die Tür laufen, wieder Pflaster draufpicken und so ist das System irgendwie. Statt einmal die Tür vielleicht aufzumachen und durchzugehen, statt versuchen durch die Glaswand zu laufen. Ja, du hast ja immer wieder Aufforderungen im Leben, die dich auch, ja, mal rütteln sie heftiger, mal ein bisschen klopfen sie an. Die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Ich denke mir auch, dass da wirklich mehr ist als nur wir. Wir haben ganz viele Begleiter oder Unterstützung, auch energetisch. Also das heißt, du bist immer liebevoll unterstützt, wenn du das Gefühl hast, doch, die Tür mache ich jetzt mal auf und guck mal durch. Absolut. Es gibt Das immer sind wieder auch Zeichen, so. dass entweder von außen jemand dir was aufzeigt oder dein Körper dir was aufzeigt. Nur die meisten drücken das ja wieder weg, bis die Krise so stark ist, dass man es halt immer wieder. Die meisten verändern sich ja erst in einer starken Krise. Also keine Ahnung, Partner weg, Job weg, krank, Gesundheit weg oder was auch immer. Ja, also wenn so der letzte Warnruf, der letzte Schuss vor dem Bug, wie es so schon heißt, dann wachen auch nicht alle, aber zumindest ein Großteil auf. Aber die meisten hören ja diese kleinen Schüsse nicht. Dieser Ja, gibt das ist so. Ja. Ich sehe zwar auch, dass bei den großen Schüssen man wieder die Verantwortung abgibt. Also sehe ich so im Außen, oder? Dass es dann, ja, dass man da auch nicht hinguckt und auch nicht in die Selbstverantwortung kommen will. Ich frage mich dann immer, wie groß sind dann die Ängste wirklich? Ich meine, ich nehme die ja ernst. Weißt du, wenn jemand Panikattacken hat oder wirkliche innerliche Ängste vor ganz vielem. Eigentlich hat man ja Angst vor ganz vielem. Ich habe auch noch Ängste in mir, die ich angucken darf. Tiefer unten liegt ja eben, wie du gesagt hast, war auch die Scham, was nicht dürfen. Und wir werden ja noch darüber reden mit der Atemtherapie, mit dem Breathwork, was da auch alles möglich ist, um eben genau an diese Geschichten ranzukommen, ohne dass man dann immer ins Drama muss oder dass es dann ganz schlimm ist für einen. Ich finde, diese Angst, ich weiß nicht, wie kann man den Menschen diese Angst nehmen, dass das nicht so ein großer Berg ist, dass manchmal dass die Vorstellung größer ist, als das eigentliche Gehen. Genau. Absolut. Das ist so was ich noch einmal forschen will. Oder die Gewohnheit, weil man einfach zu bequem ist. Oder meine Mutter hat dann gesagt, zu faul, um da mal was zu machen oder da mal hinzugucken oder da mal. Aber ich denke mir, es ist nicht Faulheit, es ist echt Gewohnheit oder einfach die Prägungen, die man schon als Kinder mitbekommen hat, die man dann nicht durchschaut oder nicht anguckt. Ja, klar, Prägung, Gewohnheit und natürlich auch der Trigger von Veränderung. Also das, was Menschen sehr, sehr am meisten triggert, ist Veränderung. Ja? Also sich auf eine neue Situation einstellen. Also viele Menschen haben vor dem Neuen mehr, vor dem Unbekannten mehr Angst, dass besser sein könnte, als vor dem bestehenden Scheiß. Weil da hat man sich schon arrangiert. Da weiß man schon, wie man handeln soll, wo man abtaucht, wo nicht. Also ich kann mich noch vor vielen, vielen Jahren in meiner Ausbildung junge, erfolgreiche Frau Riesenvilla, alles da, erfolgreich im Job, Mann natürlich auch erfolgreich und der hat immer so große Sonnenbrillen getragen, damit man die blauen Augen nicht sieht. Und so in der Therapie auch einmal irgendwann kann ich sagen, aber, Entschuldigung, aber du hast ein eigenes Einkommen, du bist intelligent, du schaust gut aus, ja. Warum tust du das an? Warum nicht eine andere Partnerschaft? Und dann war die Antwort, ich kriege immer noch Gänsehaut. Da sagt die, ja, bei ihm weiß ich schon, wie ich mich ducken muss, wenn er zuschlägt. Das heißt, die hat schon. Die fühlt sich mit dieser Strategie, so brutal das jetzt klingt, ja, einfach viel wohler, als auf einen anderen Partner zu treffen und nicht wissen, wie es wird. Das ist unglaublich. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer nur besser. Ja. Weißt du, du kannst ja auch mal eine Entscheidung treffen und dann ist sie vielleicht semi-gut oder
auch nicht gut, aber dann triffst du wieder Entscheidungen aus der Erfahrung raus. Und dann schlussendlich kann es nur besser werden. Es kann nur mehr in deinem Sinn sein, wenn du den Mut hast, Ja, aber wenn man zu auch bereit ist, gehen. an seinen Mustern zu arbeiten, weil sonst trifft man dann gleich Ja, das gleiche logisch. Modell ja wieder mit einer anderen Farbe. Ja, logisch. Und sich da auch Hilfe zu holen, dass vielleicht die Muster auch gespiegelt werden. Also die werden ja eh überall gespiegelt. Aber ja, wenn du es dann wirklich sehen willst, dass du dir da auch Hilfe holst, um hinzuschauen da, genau. Und eigentlich ja, liebevoll begleitet wirst. Und dass man dir auch mal sagt, hey, du bist total richtig, wie du bist. Das wird uns auch zu wenig gesagt eigentlich. Und wenn du es dir nicht selber sagst, dann bist du natürlich auf die Anerkennung und die falsche Liebe sozusagen von anderen, ja, abhängig. Es ist ja dann egal, ob dich jemand liebt oder schlägt. Es ist eine Aufmerksamkeit, die du bekommst. Die ist nur halt irgendwie falsch gekoppelt. Man sagt ja lieber Auch Hiebe auf als gar den Inhalt. keine Liebe. Ja, und das ist ja das Verrückte. Das wird ja schon gespeichert eigentlich von 1 bis 6 in den frühen Jahren als Kind. Ja, all diese Funktionen. Und dann gehst du weiter mit denen und dann mit 20 weißt du schon gar nicht mehr, was da war, aber die schwingen mit, wenn du die nicht beobachtest. Ja. Absolut, absolut. Liebe Viktoria, Ja. vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr nährend, sehr inspirierend. Ich denke, dass das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe, wir haben das mit vielen Beispielen auch besprochen, wo es einfach Achtsamkeit braucht und wie das Selbstliebe braucht. Und wie du schon angekündigt hast, beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, sprechen wir das Thema über den Atmen als Heiler und als Breathwork. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Viele Leute atmen zu flach, zu hektisch, sind nicht bei sich mit dem Atmen. Da werden wir uns das nächste Mal darüber unterhalten. Vielen, vielen Ja, sehr Dank. gerne. Ja, danke dir, Roland. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, das war die Viktoria Batory zum Thema Achtsamkeit und Selbstliebe mit vielen Beispielen aus unserem täglichen Leben, wo wir halt nicht achtsam sind und keine Selbstliebe entwickeln und wie wir es tun können. Ja, wenn dir das Gespräch gefallen hat, freue ich mich, Daumen hoch, kommentieren, wie ist deine Reise? Wie ist deine Reise zu dir selbst, zu deinem wahren Selbst? Ich freue mich über deine Kommentare. Und wenn du auch mal was teilen magst, dann lass mich wissen, dann können wir auch gerne mal ein Gespräch miteinander führen. Ja, und nicht vergessen, so noch nicht gemacht, Kanal abonnieren, das hilft der Arbeit, Glocke drücken, dann bekommst du eine Nachricht, wenn wir was Neues hochladen, was wir wöchentlich regelmäßig tun, mehrmals pro Woche. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Dein Roland von Roland Media auf Mantrepreneur. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, der nächste Podcast mit der Victoria ist zum Thema Breathwork, zum Atem als Heiler. Ciao, alles Liebe, Servus.